Immer Streit mit dem Nachbarn? Da seid ihr hier genau richtig. Bei Let's Play Siedler 2 Gold, der Weltkampagne. Ja, gerade erst getroffen und schon knallt es hier ordentlich, Schlag auf Schlag. Aber wir haben uns gut vorbereiten können, weil wir hatten 2 Goldbergwerke und die reichen natürlich aus, um ein nicht vorbereitetes Dorf fertig zu machen. Sie tun mir ja schon ein bisschen leid, aber Rache muss sein. Wir haben den Krieg nicht begonnen. Wir haben nicht angefangen anzugreifen. Deswegen eine kleine Lehre an dieser Stelle. Ich schau mal, wie sieht's denn aus? Haben wir hier noch... Ah, nee, hier fehlen noch ein paar Ausgebildete. Da kommen auch schon die nächsten an. Ich habe ja schon mal das Lagerhaus hier drüben bauen lassen. Ich würde aber am liebsten gern noch so eine Abkürzung bauen. Da würde eine hingehen. Und dann schauen wir einfach mal. Wir haben hier Eisen. Wir haben Eisen. Wir haben noch mehr Eisen. Wir haben schon abgeerntete Teile von Kohle. Aber hier haben wir noch nichts. Hier würde ich natürlich auch gerne mal schauen. Da bauen wir mal so eine Wachstube mit hin. Vielleicht findet man ja hier noch Gold. In diesem kleinen, ja, Teil. Gespeichert haben wir noch nicht. Und ein weiteres Kohlebergwerk ist verbraucht. Da binden wir gleich das nächste an. So, wir werden schon wieder angegriffen. Da wurde wieder nichts draus. Bloß verstehe ich jetzt nicht, warum der gerade abhaut. Ich hoffe, da breitet sich jetzt keiner drauf aus. Sonst müssen wir da nochmal ran. Keine Soldaten drin, ne? Können wir das so ein bisschen verhindern? Ja, ja. Greifen wir hier mal an und hier mal an. Da wirken wir dem so ein bisschen entgegen, solange diese Baracke hier noch leer ist. Da wird sich das Ganze hier gleich nochmal verschieben. Können sie uns gar nicht angreifen. Ah, da kommt schon unser Soldat. Der wird zwar nicht viel aushalten, aber immerhin ist die Baracke besetzt. Sehr gut. Und auch hier... Oh, wir sind schon am ersten Hauptquartier angelangt. Sehr schön. Da brauchen wir jetzt hier schon mal kein Gold mehr. Hier eventuell noch. Ja, und hier auch noch eventuell. Schon verschiebt sich das. Das Lagerhaus ist noch nicht mal ansatzweise fertig. Schlimm hier. Ah, haben sie hinten aber auch relativ gemütlich, ja? Außer, dass sie viel gefuttert haben. So. Gut, dass wir das Lagerhaus direkt in der Nähe mit haben. Nächste Gold kommt schon. Da können wir auch direkt weitermachen. Kann hier direkt mal ein Goldner schon mal weiter aufräumen. Ah, hier fehlen halt jetzt die Ausgebildeten. Aber wir haben ja noch... Ich glaube, wir hatten sogar noch genug Gold drin gehabt, ne? Hier gleich mal abreißen. Nein, abreißen. Abreißen, abreißen, zack. Okay. Wie sieht's denn aus mit dem Gold? 11 Stück haben wir sogar noch drinne. Müsste eigentlich sogar noch reichen. Bösen Buben wolltet uns angreifen. Schicken wir doch euch glatt mal wieder Besuch rüber. So nicht. Nicht mit uns.
sieht's denn aus mit der Militärmacht? Die dürften doch höllisch eingestürzt sein, ja. Die Roten, die sind sogar gleich geblieben mit der Militärmacht. Die haben auch kein Gold weiter gesammelt. Schon ein bisschen seltsam. Die Lilan auch gleichbleibend. Die einzigen, die wahrscheinlich mit aufgestiegen sind, das waren jetzt die die Gelben, aber die sind wieder abgestiegen. Weil sie uns kennengelernt haben und uns angegriffen haben. Ja, ich würde begrüßen, wenn wir das hier mit dem... Oh, deswegen nicht. Dann machen wir das natürlich anders. Geht's direkt hier hoch. Und auch hier keine hin. So. Da brauchen wir, glaube ich... Doch, hier haben wir noch. Hier brauchen wir es nicht mehr. Gold kann weg. Können wir auch das hier abreißen, oder? Ja, wunderbar. Ab ins Lagerhaus, dann klappt das auch alles. Hier unten bauen wir uns nach wie vor weiterhin aus. Gucken immer mal, was wir hier so Schönes haben. Wir können uns auch mal nach hier oben ausbreiten, um einfach mal zu gucken, ob da vielleicht noch eine Möglichkeit besteht, an neues Gold zu kommen, weil hier drüben, das hatten wir ja alles komplett geleert gehabt. Und wir brauchen jetzt mal langsam neue Vorräte. Das wäre gar nicht so verkehrt. So, und hier sieht's aus, dass wir weiter angreifen. Ah, ein Goldner war noch hier vorne vertreten. Der Rest ist leer. Der Rest muss noch ausgebildet werden. Der wird sie erstmal noch so ein bisschen weiter runterhauen. Und dann war's das schon mit den Gelben. Also zumindest das Hauptquartier ist zerstört. Den Rest will ich immer noch so ein bisschen ausbilden lassen. Ja, macht mal hier noch so ein bisschen was platt. Dass wir jetzt die Gelben endgültig erstmal von der Karte löschen. Lagerhaus ist fertig, wunderbar. Und auch oben, das ist fertig. Können wir das hier oben sowieso gut ausnutzen, indem wir mal dann gucken, was wir hier alles so Schönes haben. Die Bar haben hier unten auch Fischerhütten, sehe ich gerade. Da muss es ja da unten gleich wieder neues Wasser geben. Oder zumindest einen Fluss, nehme ich mal an. Ja, weil sonst hätte es gar keinen Sinn gemacht. Zack. Erstmal hier verbinden wieder. Und direkt hier drüben. Ah, da haben wir uns ja weit vorgekämpft. Kann direkt der nächste angreifen. Hier mal jemand hin, da mal jemand hin. Und da dürfte ja bald Ruhe hier eingekehrt sein. In die ganze Geschichte. Na, wir schauen einfach mal. Hier haben wir noch so einen Wachturm. Und mehr als genug Land. Mehr als genug Land, wo wir uns schön ausbreiten können. Die gehen ja noch ganz schön weit nach hinten, ne? Da hast du ja eher das Hauptquartier getroffen, als dass du die besiegt hast. So, dann fangen wir jetzt mal an, hier zu sperren. Hier bitte nicht. Hier bitte auch nicht mehr. Ja, und meinetwegen hier drüben. Müssen wir dann erstmal anfangen, neu zu produzieren. Dürft ihr jetzt theoretisch eigentlich schon gehen, ne?
Ja. Weil wir jetzt hier schön Eisen produzieren und Kohle. Und die Münzenprägerei ja noch nicht laufen kann. Wir werden angegriffen. Naja, macht ruhig. So, da würde ich sagen, können wir ja schon mal anfangen. Weil ich glaube, wir hatten hier oben sogar noch Rohstoffe gefunden, ne? Ich möchte auf jeden Fall, dass wir jetzt hier anfangen, so ein zweites Zwischenlager nochmal mitzubauen. Und dann können wir uns hier mal umsehen. Ich glaube, es war gewesen, dass hier oben, ne, Eisen und Kohle gewesen ist. Dann werden wir das so machen. Hier haben wir sowieso noch so ein Zwischenlager stehen. Dass hier erstmal auch eine Eisenschmelze hinkommt, eine Schmiede hinkommt. Zack. Und dass ich die freie Fläche hier schon mal für ein paar Farmen nutze. Zack. Und hier oben sogar schon mal die erste Fischhütte mitbaue. Erste ist es zwar sowieso nicht, aber hier unten haben wir jetzt so viele freie Kapazitäten, die wir nutzen können. Weil wir das einfach ausnutzen müssen. Ah, hier haben wir noch Restbestände, die noch weg müssen. Die uns ja alles wegnehmen. Hier unten können wir ja auch was ganz Großes aufbauen, wenn das hier klappt. Guck gleich mal, was wir hier so haben. Ich will ja unbedingt wissen, ob wir hier noch irgendwo Gold finden können. Oh, hier unten haben wir auch so viel Platz. Das ist unglaublich. Richtige Oasen haben wir hier. Anfangs so gut wie nichts gehabt und jetzt alles voll. Mit grünen Landschaft und allem. Aber wir brauchen gar nicht so viel Weizen, ne? 21 haben wir sogar übrig. Wieso haben wir hier kein Wasser? Haben wir das vergessen? Nö, den haben wir eigentlich gebaut. Ja, müssen wir bloß ein paar mehr bauen. Du hast auf jeden Fall gute Arbeit geleistet. Du kannst weg. Und kannst hier weiter anfangen, gute Arbeit zu leisten. Da brauchen wir nämlich noch einen Holzfäller. So. Da würde ich schon mal anfangen, hier auch Mühlen mit hinzubauen. Machen wir gleich zwei. Und sogar eine Bäckerei mit. Genauso wie einen neuen Brunnen. Mache ich so eine Kleinstadt mit hin. Genauso wie wir hier oben ja so eine Kleinstadt versuchen zu errichten. Weil hier haben wir auch so viel Platz. Ah, hier haben wir auch noch die letzten Teile. Die eigentlich angegriffen werden können. Da steht ja noch nicht mal jemand drin. Der kommt nicht mehr zurück in seine Baracke. Und der kann auch weg. Können wir das hier eigentlich erstmal alles sperren? Wir müssen hier kein Gold verschwenden. Was wir noch brauchen könnten. Für gewisse andere Seiten, die noch übrig sind. Ah, wir haben jetzt so viel zu sperren. So viel zu sperren. Wirklich an alles denken. Ah, ne, den Reis. Oh, Moment, hier oben haben wir ja noch was. Ich glaube, hier oben hatten wir Kohle gehabt. Ja, dann lassen wir den mal. Sehr gut. Hier können wir jetzt noch verbinden und sperren. Und dann sind erstmal unsere gelben ausgegraut. Zumindest müsste es so sein. Ja,
Die gibt's nicht mehr. Jetzt nur noch die roten und die lilan. Die momentan, was die Produktion betrifft, eher auf dem Gleichstand sind. Da bewegt sich nicht viel. Hier möchte ich noch so eine Jagdhütte mit hinhaben. So, willkommen in der neuen Stadt, die weiter außen liegt. Wir kommen sowieso auch von der anderen Seite langsam wieder mit ran. Wenn wir uns hier durchgearbeitet haben. Tja, so schnell war es das schon wieder gewesen mit denen, ne? Eisen haben wir wirklich mehr als genug. Wir brauchen jetzt wirklich mehr Kohle. Sehe ich gerade. Dann baut man hier mal noch so ein Kohlebergwerk mit ran. Okay. Erstmal die ganzen... Na, Moment. Ich hatte Gold gefunden. Nee, das ist Granit. Kein Gold, kein Gold. Nur Granit. Das hätte mich natürlich jetzt gefreut, ne? Granit zu finden. Gold zu finden. Ich guck mal hier oben. Ich hatte ja wirklich bloß unten noch den Auftrag gegeben. Hier oben ja eher noch nicht. Aber das hätten die anderen hier genutzt, wäre da Gold gewesen. Das wird nicht der Fall sein. So, dann schaut auch gleich mal mit, dass wir hier mit rumkommen. Machen wir hier so eine riesen Produktionsstätte. So, hier haben wir jetzt noch Fischerhütten. Hier könnten wir auch noch eine mit hinbauen. Aber ich will das nicht kaputt machen. Wir lassen das mal so. Guckt mal hier, ob wir die nächsten Gegner dann schon mal finden können. Und hier möchte ich mal, dass geguckt wird, was hier noch an Rohstoffen mit ist. Kommen wir hier irgendwie rein? Nö. Schade. Dann eher noch nicht. Dann lassen wir das erstmal. Okay. Eisenschmelze schon besetzt. Und ich habe noch nicht mal ein Eisenbergwerk gebaut. Tut mir leid. Wie nachsichtig von mir. Obwohl ich es hier oben ja eigentlich noch gar nicht so brauche. Na gut, wenn wir hier dann anfangen richtig zu produzieren, dann geht das hier oben und unten los. Obwohl ich mir immer noch wünschen würde, irgendwann mal ein Goldbergwerk zu finden. Wieder nicht gespeichert, nicht böse. Wir können ja auch mal anfangen, so spaßeshalber, eine Schlosserei zu bauen. Die dann hier nochmal nötige Rohstoffe mit, beziehungsweise nötige Werkstoffe, Werkzeuge mitbaut. Weil wir wollen ja wirklich alles betreiben. Also oben wollen wir noch ein bisschen was mit aufbauen, hier unten auch noch. Kommt halt auch drauf, ein bisschen drauf an, wo wir jetzt als nächstes auf unseren Gegner treffen werden, ne? Momentan ist es hier noch ziemlich ruhig. Also die anderen, die habe ich ja gar nicht mitgekriegt, ne? Also da war ja gar nichts. Fischerhütte bauen wir jetzt mal hier noch. So, und dann könnten wir erstmal gucken, wo hier noch jemand ist. Sagte mal. Irgendwann werden wir uns sogar noch in der Mitte dann treffen mit den anderen. Ah, die erste Mühle ist fertig. Hier, dich brauchen wir auch nicht mehr. Hoppala, Entschuldigung.
Also der hat wirklich mehr als genug zu produzieren. Ah, also da können wir ja eine riesige Produktionsstätte bauen. Ich würde auch sagen, wenn die Schlosserei dann fertig ist, können wir auch mal unser Hauptmerkmal auf diese ganzen Spitzhacken legen. Das wäre mir mal was ganz Liebes. Vielleicht sogar noch auf die Angeln. Weil wir haben hier so viel Wasser drumrum. Da können wir was ganz Gutes draus machen. Auch wenn jetzt hier, glaube ich, größtenteils schon aufgebraucht gewesen ist. Können wir das hier abreißen? Wunderbar. Oh, hier unten haben wir schon wieder mehr als genug, was an Holz weggeholzt werden kann. So, wenn du hier da bist, dann kannst du direkt losgehen. Gleich mal an die Arbeit. Hier ein bisschen was wegmachen. Und hier direkt mal mit einer weiteren Wachstube fortfahren. So, hier machen wir direkt die nächste Farm mit hin. Sehr schön. Ja, so ist er schon mal gut versorgt. So, ich wollte mal kurz gucken. Hier ist er auch gleich fertig. Das Eisen kommt trotzdem mit nach oben. Die hätten ja wirklich so viel zu tun gehabt. Aber... Hier oben haben wir halt keine Brauerei. Das müssten wir vielleicht auch noch machen. Das machen wir auch mal. Eine Brauerei mitbauen und gleichzeitig noch mit ein Brunnen. Sag mal, ist das Lager... Ach, die sind nicht verbunden. Deswegen kommen die nicht bis hier runter. Ja, jetzt wird mir natürlich einiges klar. Da können wir ja versuchen, was wir hier bauen wollen. Da kommt keiner unten an. Hat nur ein kleines Stück Weg gefehlt. Aber meine Freunde, ich würde sagen, die Zeit ist schon wieder rum. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Ich freue mich auf euch. Und sag schon mal bis dahin, euer Pali und ciao.